Im Segment des Indoor-Cycling hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Höchste Zeit also, euch bei dem Dschungel an Möglichkeiten mal die Optionen aufzuzeigen, wie man das Fahrradfahren in die eigenen vier Wände verlagern kann. Und pünktlich zum Start der Indoor-Saison hat unser Partner Wahoo zwei neue Produkte rausgebracht, die ich euch in diesem Video etwas genauer vorstellen möchte. Wenn man vor über 10 Jahren über Indoor-Training gesprochen hat, dann hat man an so einen Ergometer im Fitnessstudio gedacht, wo man bergauf, bergab stellen konnte. Wenn man einen richtig guten erwischt hat, dann konnte man auch irgendwelche Wattzahlen eingeben, nach denen man dann sich dort abstrampeln konnte. Mittlerweile sind das aber hochtechnologische Produkte geworden, mit denen man super effizient trainieren kann. Nicht ohne Grund greifen viele Radprofis auch im Winter auf Indoor-Trainer zurück oder fahren sich vor und nach den Etappen darauf aus. Heute stelle ich euch also zwei verschiedene Indoor-Trainer vor. Zu meiner Linken haben wir einmal, was schon fast das klassische Indoor-Trainings-Setup beim Radfahrer zu Hause ist, der neueste Wahoo Kicker Move, also mit Beweglichkeit. Zu den Details kommen wir dann später. Das ist einfach ein Smart-Trainer, wo das Hinterrad vom eigenen Fahrrad ausgebaut wird und dann hinten auf eine Kassette gespannt wird, womit man dann nach Watt oder nach gewissen Zonen trainieren kann. Und zu meiner Rechten haben wir dann nochmal das Luxusprodukt, das neue Kicker Bike Shift. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, das Ganze einzustellen, hat alles kompakt in einem Gerät zusammen und kann das eigene Rennrad draußen stehen lassen. Hier haben wir jetzt also den neuen Wahoo Kicker Move, der so ein klassischer Smart Trainer ist, wie man ihn heutzutage kennt. Man kann, wie gesagt, sein eigenes Fahrrad nehmen, da ist ganz egal, ob man Steckachse oder Schnellspanner hat. Der bringt alle Adapter mit, die man so braucht. Und damit spannt man quasi den Hinterbau ein und hat dann einen Smart Trainer, womit man dann auch in der virtuellen Welt fahren kann. Dazu braucht man eine Schnittstelle und das bringt ja auch alles mit. Also wir haben ANT+, Bluetooth und Wi-Fi Connectivity, dass man uneingeschränkt auf allen Plattformen da draußen in der virtuellen Welt Radfahren kann. Was allerdings ganz neu ist, dass wir Bewegungsfreiheit haben, nach vorne und nach hinten und zur Seite. Dazu muss ich einmal nur den Hebel hier auslösen und schon habe ich etwas Spiel nach vorne und nach hinten, was eben dem realistischen Fahren draußen sehr nahe kommen soll. Mir wurde gesagt, man soll es nicht provozieren und zeigen, wie sehr der nach vorne und nach hinten wackelt. Deswegen soll man einfach ganz normal fahren. Und das soll eben auch im Wiegetritt dieses Fahrgefühl von draußen bringen und dafür sorgen, dass man eben mehrere Stunden lang ohne Beschwerden auf dem Indoor-Trainer fahren kann. Wenn manche schon länger unterwegs sind, die werden das kennen. Dieses statische Gefühl kann einfach dafür sorgen, dass die Muskulatur zumacht und dass man eben lange Stunden nicht auf dem Indoor-Trainer fahren kann. Und das soll jetzt mit dieser Beweglichkeit behoben worden sein. Das Ganze hat auch noch eine seitliche Bewegungsfreiheit bekommen, was eben das Radfahren ultra realistisch macht. Das Ganze fühlt sich so ein bisschen an, als ob man auf so einer Rockerplate fährt. Das macht wirklich viel Spaß. Und Wahoo hat auch Tests gemacht mit unterschiedlichen Athleten, die trotzdem in der Lage waren, bei Rennen oder irgendwelchen Simulationen die gleichen Wattwerte zu erreichen, als ob sie den alten statischen Wahoo Kicker gefahren sind. Wobei man bei dem neuen System natürlich darauf achten muss, ist, dass man etwas Platz am Vorderrad hat, also nicht die neue Familienvase dahinstellen, sondern ein bisschen Platz lassen, denn das Ganze wandert eben vor und zurück. Aber keine Sorge, das ganze System passt wie gewohnt auf eine Kickermatte. Was natürlich weiterhin geht, das Ganze mit der Wahoo Produktpalette zu kombinieren, das heißt der Schreibtisch, der Headwind, den Wandventilator und auch der Steigungssimulator, den Wahoo Climb, den kann man mit dem Wahoo Kicker Move fahren. Beim Climb muss man nur darauf achten, dass man einen speziellen Fuß hat, um den nicht zu schädigen. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings mit dem Wahoo Kicker Move und zwar ein bisschen Mehrgewicht. 29 Kilogramm wiegt das Ganze jetzt. Nicht ganz leicht, aber es gibt halt einfach einen großen Vorteil. Durch die einklappbaren Füße kann man den super zwischenverstauen und der nimmt eben, wenn er nicht genutzt wird, nicht so viel Platz weg, wie im Gegensatz zu dem Wahoo Kicker Bike Shift, das wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wem es nämlich zu lästig ist, dieses ganze Indoor-Trainer-Setup immer wieder auf- und abzubauen und sein Rad raus und rein zu tragen, für den gibt es eben auch die Komplettlösung als Wahoo Kicker Bike und hier in der neuen Version Shift. Das Ganze ist ein bisschen günstiger geworden, denn es werden auf verschiedene Materialien gesetzt. Nicht mehr leichtes Aluminium, dafür Stahl.
Dennoch ist nach User-Rückfragen das Ganze etwas schmaler geworden und wir haben einfach das Ganze beibehalten, dass man das Rad sehr unkompliziert auf seine Bedürfnisse einstellen kann. Es gibt 5 verschiedene Punkte, wo man eben Rahmengröße, Sattel, Setback, Reach, Stack und auch die Lenkerhöhe einstellen kann. Und das geht super schnell, sodass man theoretisch das Ganze auch in einem Haushalt von mehreren Personen nutzen kann. Das Ganze muss man dann vielleicht nur bei den Pedalen tauschen. Aber bei den Pedalen kann man eben auch die Kurbellänge anpassen. Von 165 mm bis 175 mm kann man sich hier austoben. Generell wird das Rad mit einem einfachen Sattel ausgeliefert. Ich habe mich aber direkt dafür entschieden, meinen eigenen Sattel für meine Bedürfnisse hier umzuschrauben, denn das ist einfach kein Problem und ist wie bei jedem normalen anderen Fahrrad auch. Wer jetzt sagt, das Ganze sieht nur aus wie so ein alter Ergometer wie vor 10 Jahren, der ist weit gefehlt, denn das Ganze kann ziemlich viel. Zum einen fühlt sich die Sitzposition schon recht gut an, auch nach einem kurzen Einstellen und man fühlt sich direkt wohl. Das Ganze ist auch qualitativ sehr hochwertig und die Hebel, um das Ganze festzumachen, die sitzen wirklich bombenfest. Was ich auch ziemlich cool finde, über die Wahoo App kann man das ganze Schaltvermögen über die Tasten einfach beliebig konfigurieren. Also wenn man Fan ist von SRAM oder Campagnolo, dann kann man sich das Schaltverhalten einfach so programmieren, als ob man in der echten Welt eine Super Rekord 12-fach fährt. Zusätzlich haben wir an den Schalt- und Bremshebel noch einige Knöpfe, in denen man in der virtuellen Welt im Spiel zum Beispiel lenken kann, Bremsen funktioniert auch und somit vertreibt man sich die Stunden auf dem Indoor-Trainer doch ein bisschen einfacher. Was das Wahoo Kicker Bike Shift auch mit an Bord hat, sind Features wie dem Easy Ramp Erg Modus. Das heißt, wenn man wirklich Intervalle, Workouts auf dem Radtrainer fährt, auf dem Indoor-Trainer, dann kommen solche Sprints über 1000 Watt zum Beispiel nicht schlagartig rein, sondern man wird ganz langsam wie so eine leichte Rampe in die Belastung reingefahren. Und das fühlt sich wirklich an wie draußen. Das kann das Wahoo Kicker Bike genauso wie der Wahoo Kicker Move. Das waren also die neuen Produkte von Wahoo. Ich hätte früher immer gedacht, so ein Ergometer-Bike, das ist völlig unnötig, sehe aber schon seine Daseinsberechtigung, denn das Ganze ist einfach zu verstellen. In einem Haushalt, wo viele Leute Indoor-Training nutzen, kann man das Rad einfach dahinstellen. Jeder hat seine Position und kann sich das Rad nach seinen Belieben einstellen. Außerdem gibt es einen zusätzlichen Pluspunkt. Man hat quasi keinen Verschleiß und es ist sehr geräuschearm. Das Ganze läuft mit einem Riemenantrieb und man verschleißt eben nicht seine Kette und somit hält so ein Gerät, auch wenn es relativ teuer ist, ein Leben lang, würde ich jetzt mal sagen. Das Ganze kostet nämlich 2.999 Euro, ist ein bisschen günstiger geworden als der große Bruder, das Wahoo Kicker Bike, aber man hat eben auch noch die Option, das Ganze mit dem Wahoo Kicker Move zu machen, wenn man Indoor-Training fahren möchte. Und ich muss echt sagen, diese Beweglichkeit nach vorne, nach hinten und zur Seite, die ist dem realistischen Fahrverhalten von draußen ziemlich nah und man hat einfach jede Menge Spaß und auch lange Touren sind definitiv darauf möglich. Ein weiterer Pluspunkt ist einfach, man kann sein eigenes Fahrrad nutzen, man ist die Position gewohnt, man muss nichts umstellen und man kann es eben, auch wenn es ein bisschen schwerer geworden ist, zusammenklappen und findet sicherlich einen Platz zu Hause, um das Ganze gut zu verstauen. Wir sind jetzt auch schon am Ende von diesem Video und ich bin gespannt auf eure Meinung. Welches Rad für das Indoor-Training wäre es für euch? Wäre es das feststehende Wahoo Kicker Bike Shift oder der neue Wahoo Kicker Move mit der Beweglichkeit? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch Indoor-Training fahrt und auf welchen Geräten ihr das nutzt. Dann lasst gerne auch noch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ein Abo auf unserem Kanal GCN auf Deutsch. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Indoor-Trainingsvideo wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.